Hallöchen, meine lieben Fische. Ich begrüße euch ganz herzlich zu eurem Wochenreading vom 18. bis 24. Mai 2020 und möchte mich natürlich wieder ganz herzlich bei euch bedanken für die Likes, Views, Spenden, Kommentare, das positive Feedback. Ich freue mich wie ein Kind darüber. Gerne weiter so. Und ja, auch das hier wird ein allgemeines Reading werden. Ihr solltet es vielleicht mittlerweile kennen, liebe Fische. Es wird hier zuerst eine Weisheitskarte rausspringen, die dann die Wochenenergie für eure nächste Woche bestimmt. Anschließend legen wir die Tarotkarten, klären diese mit dem Hexentarot. Und wenn ihr absolut keinen Plan habt, wovon ich hier rede, schaut unten in die Infobox, da ist ein Infovideo. Da habe ich dann reingetan, so darüber geredet, was alles zu beachten ist bei solchen allgemeinen Readings. Und euer Monatsreading findet ihr zum Beispiel auch da unten. Schaut gerne mal rein. Ansonsten gehen wir gleich mal zu eurer Wochenlegung. Liebes Schicksal, was kannst du mir sagen über die Woche meiner Fische? Vom 18. bis 24. Mai 2020. Mitschöpfertum. Das hatte ich, glaube ich, erst einmal, diese Karte. Ich hoffe, der Regen stört nicht so sehr. Ein richtiges schlechtes Wetter jetzt in letzter Zeit, ne? Mitschöpfertum. Man sieht hier einen Leoparden, Geparden, die mit den Punkten. Ich weiß es nicht sicher. Außerdem sieht man hier eine Eule auf diesem Bild. Man sieht eine Säule, ich glaube eine griechische Säule, eine antike Säule. Mitschöpfertum, ja. Für mich heißt es etwas aufbauen, etwas errichten, etwas erreichen, ein Ziel verfolgen. Bodentiere haben für mich was mit Beständigkeit und Loyalität zu tun. Die Eule, also Flugtiere, haben für mich etwas mit Nachricht und Kommunikation zu tun. Vor allem die Eulen mit Wissen, ne? Und mit Intelligenz. Rechts oben die Zahl 40. Könnte in Verbindung mit euch gebracht werden, liebe Fische. Vielleicht euer Alter, vielleicht eure Hausnummer, vielleicht ja, eine Glückszahl von euch, vielleicht die 4. Das wisst ihr am besten, liebe Fische. Und ich frage jetzt mal die Tarotkarten, was die uns noch sagen können. Mitschöpfertum auf jeden Fall eure Hauptenergie für nächste Woche. Liebe Schicksal, was kannst du mir sagen über die Woche meiner Fische? Vom 18. bis 24. Mai 2020. Liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die Woche meiner Fische. 18. bis 24. Mai 2020. Der Ritter der Schwerter. Liebe Schicksal, 18. bis 24. Mai für meine Fische. Fünfte Stäbe. 18. bis 24. Mai für meine Fische. Etwas suboptimal, dass es jetzt regnet, aber trotzdem relativ warm ist. Wegen der Luftfeuchtigkeit, die Karten kleben so richtig. Naja, 18. bis 24. Mai für meine Fische, liebe Schicksal. Die Sonne. Und eine noch, liebe Schicksal, 18. bis 24. Mai für meine Fische. Königin der Kälte, liebe Fische. Könnte das ihr sein? Ich glaube ja. Und da seid ihr die 7 der Kelche. Gut. Liebe Fische, Mitschöpfertum, eure Hauptenergie für die nächste Woche. Als allererste Karte hier habt ihr den Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter ist eine Hofkarte im Luftzeichen. Es könnte sich also um einen Zwilling, um einen Wassermann oder um eine Waage handeln, mit der ihr es zu tun habt. Der Ritter der Schwerter ist so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Das ist einer, der sehr hastig ist, sehr hurtig ist. Manchmal etwas streitsüchtig, manchmal etwas aggressiv. Hat auch etwas mit Nachrichten und Kommunikation zu tun, der Kerl hier. Und ja, auf jeden Fall eine der schnelleren Karten in Tarot spricht natürlich auch von Bewegung und von Progress, von Fortschritt.
Fünfter Stäbe ist eine Streitkarte. Sie steht für Chaos und Konflikt. Sie kann positiv gedeutet auch von Teamwork und gesunden Wettbewerb handeln. Ansonsten ist diese Karte eigentlich meistens negativ zu deuten, da in Konjunktion mit dem Ritter der Schwerter. Der Ritter der Schwerter scheint hier wirklich negativ zu sein. Da kommen Streitereien auf euch zu. Und die hier, das sehen wir gleich. Naja. Okay, ihr habt hier den Pagen der Münzen. Der Page der Münze ist jemand, der sehr wissbegierig ist, sehr lernfleißig ist, sehr eifrig ist. Möchte hier ein Angebot überbringen, etwas Handfestes, etwas Aufrichtiges. Es könnte eine Entschuldigung sein, es könnte etwas Materielles sein. Auf jeden Fall immer mit Ehrlichkeit verbunden hier, dieser Kerl. Die Sonne. Es ist die schönste Karte im Tarot. Sie spielt für Harmonie, für Frieden, für Freude, für ja, die Sonne, das Strahlen, die Lebensfreude, den Optimismus, die Lebensenergie auch. Klassisch für den Löwen. Vielleicht habt ihr es mit einem Löwen zu tun, liebe Fische. Die Königin der Kelche. Ich sehe euch da drin, liebe Fische. Sie ist eine sehr warmherzige Frau, eine sehr liebevolle Frau, eine sehr entgegenkommende Frau, die sehr viele Gefühle und Emotionen in sich trägt, die sie auch zeigen kann. Die fließen durch ihr durch, also die ist voll und voll mit Emotionen, zumeist positiv natürlich, steht für eine sensible Frau, emotionale Frau natürlich. Wie gesagt, ein Wasserzeichen, Fische, ihr liebe Fische vielleicht, oder ein Skorpion oder ein Krebs. Die Sieben der Kelche spricht von Illusionen, von Tagträumen, auch von der Qual der Wahl. Man weiß hier nicht so ganz, für welchen Kelch man sich entscheiden soll, weil man so eine große Auswahl hat. Gibt viele Deutungen dieser Karte. Ich hätte gerne eine Klärung zum Ritter der Schwerter, liebe Schicksal. Zwei, okay. Dann machen wir doch mal Platz. Das war aber beide nur umgedreht. Wie spannender. Eine Klärungskarte zu den Fünfterstäben, liebe Schicksal. Die zwei der Münzen. So schön, oder? So. Eine Klärung zum Pagen der Münzen, liebe Schicksal. Schön. Sehr schön. Zuckerkarte. Eine Klärung zur Sonne, bitte, liebes Schicksal. Noch nicht gesehen. Und eine zu der Königin der Kelche, bitte, liebes Schicksal. Auf der Unterseite habt ihr den Hohenpriester, also den Hierophanten. Die Liebenden und der König der Stäbe. Okay. Wow. Gut, dann drehe ich doch gleich mal alle um. Die Sonne mit dem Magier und die Mäßigkeit bei der Königin der Kelche. Das ist sehr interessant. Okay, also die Liebenden muss ich definitiv klären, wahrscheinlich auch die zwei hier. Ich glaube, da gibt es einen Konflikt, zunächst mal, liebe Fische. Es ist so komisch, weil nach diesem Angebot hier, schaut euch diese Karten an, nach diesem Angebot, vorher. Konflikt, Wankelmut, Konflikt innerhalb einer Beziehung, vielleicht Nachrichten, vielleicht Meinungsverschiedenheiten. Eine Klärung zu den Liebenden, bitte, liebe Schicksal.
Die Acht der Schwerter. Die Acht der Schwerter, das ist ein innerer Gedankenkreis. Es ist mit seinen inneren Gedanken nicht weiterkommen. Das sind Grübeleien, das sind ja, Ängste, Unsicherheiten. Ich sehe hier vor allem Unsicherheiten. Ich denke, dass es hier ein Konfliktthema gibt, ein Streitthema gibt, geben wird oder gab, je nachdem, Zeit ist fließen. Ne? Schaut euch gerne das Infovideo an. Ob ihr das hier seid, liebe Fische, oder euer Gegenüber, das weiß ich nicht. Ich sehe im König der Stäbe eigentlich euren Gegenüber. Ihr seid hier hinten definitiv. Das kann euer Gegenüber hier sein. Es kann aber auch ihr sein, in Form des Königs der Stäbe. Also hängt euch bitte nicht an diesen Sternzeichen auf. Jeder Mensch ist in der Lage, sich in jedes Sternzeichen reinzudenken. Jeder Mensch kann nach außen hin sehr temperamentvoll sein, sehr feurig sein, sehr bestimmerisch sein. Das kann natürlich auf euch zutreffen, das kann auch auf euren Gegenüber zutreffen. Es muss jetzt nicht ein Feuerzeichen sein. Aber man kann... Was habe ich hier? Aber man kann wie ein Feuerzeichen eben wirken, nach außen hin. Wisst ihr, was ich meine? Das kann hier für beide stehen. Jedenfalls ist einer von euch beiden oder ihr beide, ihr seid ja ihr beide hier, in einem innerlichen Gedankenkreis gefangen. Ihr wisst nicht weiter, nachdem hier ein Streitgespräch, eine Meinungsverschiedenheit, ein Konflikt stattfand. Innerhalb einer Beziehung oder eine Beziehung bzw. eine Partnerschaft, eine Connection betreffend. Und hier ist ja nochmal dieser Streit. Aufgrund dieses Streites, der Wankelmut. Ich sehe hier nicht diesen riesigen Streit, liebe Fische. Ich sehe hier eine Meinungsverschiedenheit, einen kleineren Disput, einen Konflikt. Aber nicht so, dass hier jemand vorm Schluss machen ist oder irgendwie sowas. Es würden hier sehr viel krassere Karten liegen, wenn dem so wäre. Der Wankelmut hier, ich glaube, das seid ihr mit diesem Streit hier, ihr oder euer Gegenüber oder ihr beide, sehr unsicher, ob das jetzt gut war, ob das jetzt schlecht war. Habe ich richtig reagiert, habe ich falsch reagiert? Das ist das hier. Und entweder wollt ihr das jetzt richten, oder denkt ihr hier drüber nach, ob dieser Gegenüber für euch richtig ist, aufgrund dieses... Nee, das glaube ich nicht. Warum wankt ihr hier, liebe Fische? Eine Klärung zu den zwei der Münzen, bitte. Die drei der Stäbe. Die drei der Stäbe ist das Erwarten, die Erwartung, die Zuversicht. Seid ihr hier am Wanken, weil dann mal kurz Funkstille herrscht? Das kann sehr gut sein. Einer von euch beiden oder ihr beide sogar habt nach diesem Streitgespräch die Erwartung, dass der andere auf euch zugeht. Und ihr seid hier am Wanken, ihr seid hier am, man sagt ja auch Stolpern, Flexibilität auch, aber auch eben das, dieses Hin und Her und diese Wankelmut im Prinzip. Es hat hier auch was mit Balance zu tun, aber auch mit Inbalance zu tun. Und ich glaube, das wird hier angezeigt. Diese Warterei, wahrscheinlich lauft ihr da im Kreise. So könnte ich mir das vorstellen, bis sich der andere eben meldet. Es kann aber auch sehr gut sein, dass euer Gegenüber das Gleiche macht, liebe Fische. Ich glaube, darum geht es hier. Es herrscht hier ein Konflikt, ein Streitthema, eine Meinungsverschiedenheit, eine Partnerschaft betreffend, eine Herzensangelegenheit betreffend oder innerhalb einer Beziehung. Vielleicht mit einem Feuerzeichen, vielleicht mit jemandem auch, der einfach sehr temperamentvoll ist, sehr feurig ist, sehr leidenschaftlich ist. Was euch beide, ich meine hier, es betrifft euch beide in so eine Art inneren Käfig eurer Gedanken versetzt. So. Es ist sehr metaphorisch gesprochen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, liebe Fische. Jedenfalls, aufgrund dieses Streites, seid ihr beide oder einer von euch beiden sehr am Wanken. Ihr seid am Hin und Her überlegen, ihr seid sehr unruhig. Meldet er sich jetzt nochmal? Habe ich jetzt alles richtig gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Soll ich mich melden? Soll ich auf ihn zukommen? Soll ich warten, bis er auf mich zukommt? Eigentlich muss er ja auf mich zukommen, ne? Das ist das. Diese Warterei hier. Einer von euch beiden kommt auf jeden Fall.
Und da ihr hier seid, liebe Fische, glaube ich, dass euer Gegenüber auf euch zukommt. Diesmal in Form des Parschen der Münzen. Der Parsche der Münze, wie schon vorhin gesagt, das ist dieser eifrige, dieser lernfleißige, dieser wissbegierige. Studentenkarte, Schülerkarte, Azubikarte, ne? Ich denke, dass aufgrund dieses Streitthemas hat euer Gegenüber dazugelernt, vielleicht auch etwas eingesehen. Ich habe hier vorhin schon gesagt, ich sehe hier auch oftmals eine Entschuldigung drin, auf ja, ein Zukommen auf dem jeweils anderen. Und schaut mal, was nach diesem Parschen der Münzen hier passiert. 10 der Münzen, Sonne, Magier. Magier hier, Schöpfer, ne? Manifestierung, Mitschöpfertum. Ne? Also Magier und diese Karte, das ist ja fast ein Mirror schon, kann man sagen. Es geht hier darum, nach diesem Angebot, nach dieser Entschuldigung, nach diesem Zukommen auf euch, liebe Fische, etwas aufzubauen, weiterzumachen, etwas einzusehen vielleicht auch. Die 10 der Münzen, wie gesagt, es ist die Zuckerkarte, es ist die Familienkarte, die Bestandskarte, die Loyalitätskarte, die Reichtumskarte, die Bodenständigkeit. Es ist hier so viel Schönes, Gutes, Harmonisches drin in dieser Karte. Man bedarf da eigentlich keiner Klärung. Es geht hier definitiv um eine Beziehung, um eine Connection. Es kann hier auch für die Arbeit stehen, für die Familie stehen, für euer Hobby stehen. Es steht hier aber grundlegend eigentlich für den Erfolg, der dieser Mann hier, der dieses Angebot überbringt, beschert. Darum geht es. Die Sonne, ganz klar, Fröhlichkeit, Heiterkeit, Harmonie. Und daraufhin will man sich jetzt etwas aufbauen. Was will man sich aufbauen? Eine Klärung zum Magier, bitte, liebe Schätze. Die 9 der Kelche. Das ist die Wunscherfüllung, das ist die Fülle. Der Magier steht für eine Jungfrau. Es kann auch sein, dass ihr es mit einer Jungfrau zu tun habt, aber ich sehe hier ganz deutlich die Manifestierung, das Schöpfen, ne? Dieses Schöpfertum sozusagen, dieses Aufbauen, dieses Realisieren von Träumen, von Zielen, von Projekten manchmal auch. Das ist hier, wie gesagt, extrem, extrem ähnliche Energie. Und die 9 der Kelche hat was mit Wunscherfüllung, mit Erfüllung zu tun, mit Fülle zu tun, mit Reichtum zu tun. Ich weiß nicht, wer hier etwas aufbaut, weil ihr habt hier 2 große Arkana, die sehr aussagekräftig sind, aber durchweg positiv sind. Ich sehe den Magier hier nicht negativ, in keinster Weise. Und ihr arbeitet hier, glaube ich, ihr, liebe Fische, und euer Gegenüber, arbeitet hier, glaube ich, an eurer gemeinsamen Wunscherfüllung. So könnte ich mir das vorstellen. Oder einer von beiden hat hier etwas geäußert, vielleicht einen Wunsch geäußert. Vielleicht, was dem anderen nicht so ganz gepasst hat. Es könnte sein, dass es hier so zum Beispiel um Kinderfrage geht. Der eine möchte Kinder, der andere möchte keine Kinder. So ungefähr sehe ich das. Und hier kommt dann der andere auf uns zu und sagt dann, okay, ich möchte dann lieber doch keine Kinder, aber dafür dann 20 Hunde, 30 Katzen. Irgendwie sowas, ne? Hier wird, man kann auch sagen, eben diese Entschuldigung, vielleicht auch in Verbund mit einem Kompromiss, das kann auch sehr gut sein, auf jeden Fall baut ihr darauf auf. Ihr beide, das sehe ich hier drin. Hier seid ihr, liebe Fische, wie ihr hier in Heilung kommt, meine ich, wie dieses Konfliktthema hier geheilt wird. Innere Ruhe, Gelassenheit, liebe Fische, strahlt auch diese Karte aus. Sie steht auch für einen Schützen. Diese Karte hier ist so eine schöne Karte eigentlich, ne? Ich möchte gerne wissen, um was es hier geht. Ich denke, es geht hier um wirklich euren erlangten Seelenfrieden, euren inneren Frieden, vielleicht auch um sowas wie Genugtuung, Gelassenheit. Ich sehe hier ganz viel Gelassenheit drin, die auf jeden Fall auf euch bezogen ist, liebe Fische. Ihr seid hier oben die Königin der Kelche. Ich denke, es geht hier um Gelassenheit, vielleicht auch um das Glück, um die Lebensfreude. Eine Klärung zur Mäßigkeit, bitte, liebe Schicksal. Szene. Boah. Ja, und das Ast der Kelche unten noch. Schön, sehr schön. 9 der Kelche, 10 der Kelche, die Steigerung, der Fortschritt, der Progress. Also so gut wie es euch hier schon geht, liebe Fische, es wird noch schöner. Das ist hier echt cool.
Hier auch wieder dieser Regenbogen. Er hat was mit Glück zu tun, mit Glückseligkeit zu tun, liebe Fische. Ne? Ihr seht hier den Regenbogen und hier hinten den Regenbogen. Ist es hell genug? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Jetzt hat aufgehört zu regnen. Oh, okay. Ja, die Sonne kommt raus, liebe Fische. Die Sonne kommt raus. Das ist auch schön. Okay, so nenne ich das Reading wahrscheinlich. Das passt auch hier sehr gut. Hier, dieses Outcome ist dieses Angebot, dieses Entgegenkommen, diese Entschuldigung hier. Ich meine, es ist jenes Angebot, jenes Ass der Münzen, das dieser Page hier, nämlich euer Gegenüber, in der Hand hält und euch beschert. Und aufgrund dieses Ass der Münzen, schaut mal her, was sich hier alles verändert. Negativ, 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 kann positiv, kann negativ, sehr neutrale Karten hier, aber schaut mal, was danach kommt. Das ist cool, das ist echt nice. Mitschöpfertum, der Magier spricht davon, in wunderbaren Konjunktionen hier, ihr baut euch hier gemeinsam etwas auf, spricht auch der Hohenpriester davon, also der Hierophant davon. Eine Connection, eine Verbindung, die noch vertieft wird, die Bestand hat, die sehr fest ist, sehr, sehr fest ist. Und hier vielleicht neu beginnt oder etwas neu beginnt. Neue Chancen, die ihr hier wahrnehmt, liebe Fische, vielleicht auch euer Gegenüber, vielleicht auch ihr beide, die, ja, etliche Möglichkeiten offen lassen. Wir hatten hier vorhin noch die 7 der Kelche, soweit ich mich erinnere. Sehe ich hier auch drin. Ich glaube, ihr entscheidet euch hier für eine gemeinsame Zukunft aufgrund von vielleicht Kompromissen, aufgrund von Entscheidungen, die hier getroffen werden, hier an euch angetragen werden, liebe Fische. Und dann macht ihr weiter. Ihr startet in die Zukunft sozusagen, in eine gemeinsame Zukunft, in so eine Zukunft hier, liebe Fische. Die Sonne kommt raus. Liebe Fische, wenn ihr euch hier drin überhaupt nicht wiedererkennt, schaut euch gerne euer Mond, Venus oder Aszendent Video an. Dort werden dann Botschaften drin sein, mit denen ihr eh etwas anfangen könnt und eher in Resonanz gehen werdet. Ansonsten, ja, wünsche ich euch eine schöne Woche. Es sieht nach einer sehr schönen Woche aus, liebe Fische. Bedenkt, Zeit ist fliegend, ne? Aber was hier liegt, ist super schön. Ja. Ich würde mich wieder über Likes, Kommentare, Spenden, Views, Feedback, alles freuen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns wieder, liebe Fische. Macht es gut.